Erwin ist 16 und Renata 43. Seit einem Jahr sind sie verheiratet. Weil allein schon, wenn ein Junge aus meiner Klasse mit einem Mädchen zusammen war, das ein, zwei Jahre älter ist, ist egal, habe ich immer gedacht, das geht doch nicht. Der Mann oder muss doch älter sein. Umut ist 20 Jahre jünger als seine prominente Verlobte Natascha Ochsenknecht. Seit 3 Jahren sind die beiden ein Paar. Irgendwie war es bei mir so, kann man sagen, dass das Liebe auf den ersten Blick war. Es war echt, also so ein Gefühl hatte ich noch nie. Eine Liebe mit 27 Jahren Altersunterschied. Renata und ihr Mann Erwin sind seit 3,5 Jahren zusammen. Renata kommt gebürtig aus Kroatien. Sie lebt mit Erwin in der Nähe von Wien. Oh ja. Hunger habe ich immer. Wir sind ein ganz normales Paar. Ungewöhnlich, diese Terminologie nutzen die Leute. Wahrscheinlich für sie sind wir ungewöhnlich. Für uns sind wir ein ganz normales Paar. Was bedeutet das überhaupt ungewöhnlich? Ungewöhnlich, weil ich älter bin denn er. Wenn das umgekehrt wäre, dann sind wir ein ganz normales Paar. Noemi kam vor 8 Monaten zur Welt. Renata hat außerdem noch 2 Töchter. Die eine 16, die andere 22. Und Erwin ist mit 16 Papa und Stiefvater. Ja, bevor ich die Renata kennengelernt habe, hätte ich mir das nicht gedacht. Aber seit ich damit jetzt zusammen war, habe ich gewusst, dass wir heiraten werden. Ich habe gewusst, dass wir Kinder haben werden. Das gehört für mich einfach alles dazu. Obwohl ich wollte immer schon Jungvater werden, keine Ahnung. Dass ich einfach mit meiner Tochter und mit meinem Sohn viel machen kann. Aber ich hätte nicht erwartet, dass ich so Jungvater werde irgendwann einmal. Es passiert beim Handballtraining. Erwin ist 13, als er sich in seine Trainerin verliebt. Längere Zeit habe ich das nicht wirklich beachtet und habe mir gedacht, das geht vorbei, das ist irgendein Blödsinn, was weiß ich was. Aber dann bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich dann gemerkt habe, okay, du hast dich verliebt, es ist so, aber was machst du jetzt mit den Gefühlen? Der Handballverein liegt 30 Minuten vom Wohnort der beiden entfernt. Regelmäßig nimmt die Trainerin ihren jungen Spieler mit. Erwin gesteht der viel älteren Renata bei einer Rückfahrt seine Liebe. Ich hatte im ersten Moment Angst, was wird sie dazu sagen. Und dann habe ich ihr eben erzählt, ich mag dich aber nicht nur als Trainerin, Freund, Freundin, egal, sondern eben einfach als Frau. Dann hat sie mir darauf geantwortet, ich mag dich auch. Als Mann. Und dann war ich mal ein bisschen baff, weil ich habe mich gefreut. Und dann haben wir mal kurze Zeit irgendwie nichts geredet. Wir waren nur jeder in seinen Gedanken. Wie kann mir sowas passieren? Das fragt man sich ständig. Und versucht man das alles in andere Richtung zu drehen. Dass es nicht möglich ist, das kann nicht sein. So, aber das gilt nicht. Das ist einfach etwas, was du nicht in dieser Intensität, wie wir das gehabt haben, stoppen kannst. Egal, was du machst. Die starken Gefühle zulassen. Renata erzählt ihren Töchtern von der neuen Liebe. Auch Erwin vertraut sich seiner Mutter an. Beide Familien zeigen Verständnis. Doch die körperliche Liebe zu dem Minderjährigen bleibt keine Privatsache. Ich habe gewusst, dass kommen die Probleme. Mir war das ganz klar. Dann war ich ein bisschen besorgt. Und so. War ich glücklich, keine Frage, aber auch besorgt. Wenn prominente Frauen deutlich jüngere Männer lieben, sorgt das für Schlagzeilen. Seit 3 Jahren ist Natascha Ochsenknecht mit einem 20 Jahre jüngeren Partner zusammen und mit Klischees konfrontiert. Erstmal bin ich nicht reich. Zweitens sehe ich ihn nicht als Spielzeug, sondern ich sehe ihn als Partner an. Und von daher ist es ja gut, dass er mich ausgesucht hat, weil er weiß, ich habe ja keine Kohle.
Und wir sind jetzt schon so lange zusammen, 3,5 Jahre genau heute. Und es ist alles wunderbar. Also ich denke, wenn er aufs Geld aus gewesen wäre, hätte er sich einen anderen nehmen müssen. Doch Umut hat sich für Natascha entschieden. Der gebürtige Kölner ist Profifußballer im türkischen Izmir. So oft es geht, reist er nach Deutschland. Diesmal hat sich das Paar wegen des Spielplans 6 Wochen lang nicht gesehen. Trotz Fernbeziehung ist die Liebe nah. Das war eigentlich so wie so ein Traum war das für mich. Weil, ja, und besonders mag ich, wenn sie mich anguckt, wenn sie mich anlächelt, wenn sie mich berührt. Wir können über viele Sachen lachen. Sie hat einen sehr speziellen Humor. Und sie ist sehr lustig. Sie sind eigentlich ein gutes Team so. Sie ist eine ganz besondere Frau. Natascha war 20 Jahre lang mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet. Mit ihm hat sie 3 Kinder. Beide Söhne machen Karriere. Die 12-jährige Tochter Cheyenne und ihr Sohn Jimmy leben mit ihr zusammen in Berlin. Das hätte nicht, weil wir haben genug Zeit. So geht's auch. Nee, das auch. Geht schon. Ich darf nur nicht. Ich hab normal so eine Schiene über dem Bein. Ja, ja, okay. Und dann hast du wegen dem Hals, weißt du. Ja, aber ja. Ist alles gut. Ja. Vor ihrer Ehe arbeitete Natascha als Schmuckverkäuferin und Model. Schicksalsschläge kennt sie genug. Natascha war oft krank. Gerade hat sie Probleme mit dem Fuß. Für den Neustart im alten Job und in der Liebe zu einem jüngeren Mann ist das kein Hindernis. Ja, also ich habe ihn ja jetzt vor 3 Wochen gestürzt, habe komplett, mein rechtes Bein ist eigentlich kaputt, ich dürfte eigentlich gar keine High Heels anziehen. Das mache ich aber mit, weil das ist halt so. Es ist eher so, dass er mich bremst, weil ich viel zu viel Energie habe. Und außerdem als Fußballer ist er, das hört sich jetzt blöd an, Gott sei Dank ab und zu auch mal verletzt und hat ein dickes Bein. Ich finde, Umut ist einfach so ein richtiger Kerl. Der mich immer mit seinem Blickwinkel hat, wenn ich irgendwo bin, der mich beschützt, der meine Kinder beschützt. Also der wirklich einfach so der Stein in der Brandung auch irgendwo ist. Auch wenn er ruhig ist, trotzdem ist er so. Ankunft in Izmir. Natascha fliegt nur in der Fußballsaison zu ihrem 28-jährigen Freund, wenn Umut nicht nach Deutschland kommen kann. Ich bereite mich da schon vor, ich weiß, welchen Nagellack er mag, also so Kleinigkeiten. Das wird dann bis ins Detail, wird das dann alles genauso gemacht, wie ich weiß, dass er sich darüber freut. Und dann natürlich ist die Freude riesig. Normales Familienleben. Renata bereitet sich auf ein Spiel vor. Ihr 27 Jahre jüngerer Mann macht Hausaufgaben. Der Altersunterschied ist heute Alltag. Als die Liebe vor 3 Jahren begann, war das anders. Ich habe noch zu dem Zeitpunkt auch eigentlich überhaupt keine Erfahrung in irgendetwas gehabt. Ich habe mich dann gefragt, okay, aber hoffentlich kann ich sie glücklich machen vielleicht. Ich weiß nicht, stelle ich mich komplett blöd an oder so. Doch die lebenserfahrene Renata ist ähnlich befangen. Ich habe mich gefühlt, wie wenn das erste Mal ist. Das ist einfach so, wenn man liebt, man hat immer irgendwelche Angst, tue ich etwas falsch oder... Ich war einfach sehr, sehr nervös. Wie wir das erste Mal miteinander geschlafen haben, war einfach alles so... Unkompliziert einfach. Es war komplett vertraut, es ist ganz normal abgelaufen und es hat einfach, man hat sich einfach nur geliebt. Doch Erwin ist noch nicht 14, als die beiden zum ersten Mal Sex haben. Minderjährig in den Augen des Gesetzes. Renata begeht eine Straftat. Ein Verwandter hat die beiden beim Jugendamt angezeigt. Sie muss sich vor Gericht verantworten. Schuldig habe ich mich gefühlt, weil ich Gesetz gebrochen habe. Schuldig habe ich mich nie gefühlt, weil ich Erwin liebe. Das Paar macht Schlagzeilen. In Österreich und auch in Deutschland. Renata wird als Sextrainerin moralisch verurteilt. Der Teenager Erwin wird zum Opfer. Diese ganze Zeit, diese Jagd durch die Presse war für ihn schwieriger, denke ich mir, denn für mich, weil er nichts tun könnte, mich zu beschützen. Und er war immer wie Opfer da genannt und das hasse er über alles. Wenn ich das selber hören würde, jetzt ein 13-jähriger oder ein 13-jähriges Mädchen wäre vielleicht noch schlimmer, würde ich mir auch denken, oh, wie kann das funktionieren? Aber ich denke, wenn man ein bisschen mehr über die Geschichte herausfindet und ein bisschen mehr über die Geschichte selber weiß, dann sieht man schnell, dass das einfach eine ganz normale Beziehung ist, wie jede andere auch, und dass wir uns einfach lieben. Auflauf der Presse im November 2010. Es kommt zum Prozess.
Vor dem Prozess war ich natürlich sehr nervös, aber dann währenddessen habe ich einfach nur erzählt, wie die Geschichte war, wie es abgelaufen ist. Ich habe versucht, das so rüberzubringen, wie das war, mit allen Gefühlen und so, damit die Richterin sieht, dass da wirklich Gefühle im Spiel sind. Und es war schon schwer für mich, sie dort auf der neben dem Rechtsanwalt zu sehen. Und ich habe mir dann auch gedacht, was, wenn sie wirklich ins Gefängnis kommt, dann bin ich quasi schuld, was ist mit ihren Töchtern? Wir waren die Tage davor schon sehr nervös. Die Mutter von zwei Töchtern wird wegen Verführung eines Minderjährigen zu 22 Monaten auf Bewährung verurteilt. Keine Gefängnisstrafe. Die Familien von Erwin und Renata hören erleichtert den Richterspruch. Mit 15 macht er seiner Freundin einen Heiratsantrag. Mit 16 ist Erwin Ehemann und Vater. Jede Reise zu ihrem Freund erfordert für Natascha Vorbereitung und das Verständnis ihrer Familie. Tochter Cheyenne ist 12, die jüngste. Alle drei Kinder haben den jungen Mann an der Seite ihrer Mutter akzeptiert. Entweder passt Jimmy auf, der ja bei uns wohnt, oder meine Mutter kommt dann extra. Also das ist eigentlich immer ganz gut organisiert und sie weiß dann auch, dass ich das brauche. Also je älter sie wird, je mehr Verständnis hat sie dann natürlich da auch. Ne? Als Profifußballer ist Umut Kekili in der Türkei ein Prominenter. Der 28-Jährige wohnt mit seiner Mannschaft in einem Camp. Heute tauscht er es gegen ein Hotel für seine Freundin. Ich denke, dass ihr das Lachen zurückgegeben habe, was sie mal vielleicht mal verloren hatte, oder wieder diese Lebensfreude, die sie mal früher eine Zeit lang mal vielleicht nicht hatte. Das ist ein schönes Gefühl. Also ich finde, wenn man verliebt ist oder jemanden liebt, sieht man auf jeden Fall anders aus und strahlt auch oder reflektiert auch auf andere Menschen viel, viel positiver, als wenn man unglücklich ist. Na? Hi. Alles gut? Ja. Ja. Endlich, ne? Ich brauche mal Zeit. Naja. Und wie war dann zu? Alles super. Ja? Alles super, ja? Ganz entspannt. War alles gut? Bisschen Unwetter zwischendurch, aber es war okay. Viel Zeit haben die beiden nicht füreinander. Öffentliche Auftritte meidet der zurückhaltende Umut eher, ob in Deutschland oder in Izmir. Auch so fallen die beiden genug auf. Also egal, wo wir hinkommen, die Leute gucken so oder so. Wegen dem Alter, wegen der Haarfarbe, keine Ahnung. Oder weil er so gut aussieht, ich weiß es nicht. Oder weil du so gut aussiehst. Ja, oder so. Die Liebe zu einem jungen Mann, das hat Zeit gebraucht. 20 Jahre Ehe und eine schwierige Scheidung haben bei Natascha Spuren hinterlassen. Umut hat die viel ältere Frau zu der Beziehung ermuntert. Das Selbstbewusstsein ist eh am Boden. Und dann kommt plötzlich ein junger Typ und sagt, du, ich finde dich toll, ich möchte mit dir zusammen sein. Und dann kommen die Selbstzweifel vielleicht noch extremer. Ja? Ich war 20 Jahre mit einem Mann zusammen. Also da hast du auch eigentlich verlernt, mit solchen Situationen irgendwie umzugehen. Und dann schon mal sowas auch. Ich kam irgendwie vor wie 17. Ja? Plötzlich kommt dann so, kannst du dir vorstellen. Und das war neu. Also ich hatte auch total eigentlich verlernt, auch so zu flirten oder überhaupt so. Das musste ja alles, ich musste ja wieder von vorne eigentlich anfangen. Kennengelernt haben sich die beiden durch einen großen Zufall im Internet. Eine Freundschaftsanfrage, die für jemand anderen sein soll, landet auf Nataschas Laptop. Und Umut verliebt sich in das Bild der unbekannten Frau. Ich habe natürlich gedacht, wow, was für eine sexy Frau. Weil sie hatte so ein schönes Foto mit einem schönen Oberteil und einen großen Ausschnitt. Ich wusste nicht, dass sie eine prominente Frau ist. Ich kannte sie vorher gar nicht. Beide schreiben sich erst Mails. Dann telefonieren sie die halbe Nacht, bis die damals 45-Jährige erfährt, Umut ist 25. Als ich das Alter gesehen habe, habe ich eine SMS geschrieben. Kannst du vergessen. Such dir ein junges Mädel und tschüss. So. Und dann schrieb er auch gleich zurück. Auch ich habe im Internet geguckt. Ich weiß jetzt, du bist 2 Jahre älter, hast 3 tolle Kinder. Und wenn du willst, kann ich der neue Mann an deiner Seite werden. Also schüchtern war das nicht gerade. Und neugierig sind beide. Ein paar Tage später kommt es doch zum ersten Treffen. Da hat Natascha immer noch Fluchtinstinkte. Aber er war so hartnäckig und hat nicht aufgegeben. Und da habe ich mir gedacht, also ehrlich, so ein Typ,
der so aussieht, so nett ist, so lieb, den meine Kinder mögen, der 20 Jahre jünger ist, da konnte ich dann auch nicht widerstehen. Ich musste den irgendwie nehmen. Irgendwie war das bei mir so, kann man sagen, dass das Liebe auf den ersten Blick war. Es war echt, also so ein Gefühl hatte ich noch nie. Die Anziehung ist da. Doch bei der 45-Jährigen auch Schamgefühl. Natürlich wacht man da morgens auf und dann guckt man auf die andere Seite und denkt so, oh lieber Gott, wer hat mir hier sowas hingelegt? Und dann bin ich auch ins Bad morgens und habe geguckt, ja, wie sehe ich aus? Das war ganz am Anfang. Und dann habe ich gedacht, bist du jetzt eigentlich bescheuert? Also du wirst doch jetzt nicht jeden Morgen vor ihm aufstehen wollen, um zu gucken, ob man Augenringe hat oder ob man irgendwo was sieht, wo man alt aussieht und hässlich. Und das ist ja dieser Gedanke, den schmeiße ich sofort in die Mülltonne. Erwin geht in die 10. Klasse einer technischen Schule. 40 Minuten fährt er jeden Tag zum Unterricht. Der junge Vater will Hochbauingenieur werden. So, unser Alltag ist schon ziemlich stressig. Wir stehen beide um 6 auf, dann gehe ich in die Schule und komme dann so gegen ca. 5 nach Hause. Dann haben wir so eine Stunde nicht mal, die wir zusammen verbringen können. Dann fährt die Renata aufs Training, ich lege die Kleine schlafen und dann um 10 kommt die Renata wieder nach Hause. Noch vor 3 Jahren war Erwin ein ganz normaler Teenager mit Interesse für Fußball und Handball. Sein Zuhause, das waren seine 32-jährige Mutter und seine jüngere Schwester. Den leiblichen Vater hat er nie kennengelernt. Ich hatte eine gute Kindheit, eine zufriedene Kindheit. Und das habe ich auch der Renata oft gesagt, dass sie sich keine Gedanken darüber machen soll, weil ich schon selber genau weiß, was ich will. Und ich will einfach genau das Leben, was wir jetzt führen. Tagsüber kümmert sich Renata um den Haushalt. Sie hat einen Studienabschluss in Chemie und Englisch, arbeitet auch als Übersetzerin. Aber Handball ist ihre Leidenschaft. Am Spielfeld begann ihre ungewöhnliche Liebe. Ihre Kinder erfuhren als erste davon. Das war schwierig. Schwierig aus dem Grund, weil man nie weiß, wie werden sie reagieren. Zweitens hat man Angst, wie Mutter Autorität zu verlieren. Ich habe nie Angst gehabt, ihre Liebe zu verlieren, weil ich für das kenne ich sie beide zu gut. Aber sicher ist das für eine Mutter nicht eine angenehme Situation. Und ich habe Erwin schon vom Anfang an gesagt, wenn die beiden etwas dagegen haben werden, dann wird zwischen uns nichts passieren. Doch die beiden Töchter akzeptieren den 27 Jahre jüngeren Erwin. Schwierig ist eher die finanzielle Situation. Renata muss derzeit alleine für den Unterhalt der Familie aufkommen. Neben ihrem Lohn fließt das Kinder- und Erziehungsgeld auf das gemeinsame Konto. Wenn ich die Chance hätte, irgendwas jetzt in diesem Moment zu verändern, wäre das nur, dass ich irgendwas ändern würde, dass ich jetzt schon arbeiten könnte, dass ich quasi schon mit der Ausbildung fertig wäre. Dass nicht der ganze Druck auf der Renata liegt, dass sie für uns alle sorgen muss. Ich möchte einfach Renata in Zukunft bieten, ein sicheres, normales Leben. Dass ich ihr dann, ich habe ihr ein Haus versprochen, zumindest will ich das selber irgendwie planen oder so und dann schauen wir, ob wir das zusammen umsetzen. Aber ich will einfach ein sicheres Leben bieten und auch meiner Tochter. Gedanken über die Zukunft. Umuts Familie lebt in Köln. Er hat 2 ältere Schwestern, die eine Ärztin, die andere arbeitet bei einer Fluggesellschaft. Zu Hause wird Türkisch gesprochen. Ja, den Çoban-Salat, den Salat und die türkische Pizza. Ja, genau. Und Zitrone. Bitte Fındık lahmacun alabilir miyim? In seiner Familie wurde der einzige Sohn verwöhnt. Der 28-Jährige hatte 3 längere Beziehungen, aber nie zu einer älteren Frau. Klar, eigentlich habe ich die Hosen an, ist ja normal. Der Mann hat immer die Hosen an. Das heißt immer, aber in unserer Beziehung, obwohl ich jünger bin. Umut würde gerne wieder nach Deutschland ziehen. Sein Vertrag beim türkischen Fußballverein ist befristet. Seine berufliche Zukunft ungewiss. Also ich denke schon, dass ein Mann für seine Familie sorgen muss. Und dass er halt die Familie ernährt. Ja, ich bin diejenige, die sagt, du musst jetzt mal gucken, was in ein paar Jahren ist. Also das nervt ihn auch bestimmt.
weil ich genau weiß, ich kenne viele Fußballer, die haben eben nicht an übermorgen gedacht, sondern nur an morgen. Und dann standen sie da und hatten mal gar nichts. Wenn Umut trainiert, arbeitet Natascha. Sie schreibt ein Buch für Kinder. Die Trennung von Schauspieler Uwe Ochsenknecht liegt 4 Jahre zurück. Das neue Leben muss noch gelernt werden. Ich hatte schon vor, Silberhochzeit zu feiern, goldene Hochzeit, Enkelkinder haben, im Garten sitzen. So, das hatte ich eigentlich vorgesehen. Dann kommt das dann eben mal anders. Und das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, dass man sagt, das ist ein Schock. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird das sehr anstrengend werden, weil bei mir war es ja wirklich so ab null wieder gucken, was mache ich. Und das ist halt schon nicht so einfach. Und zwischendurch denke ich auch so, 2 Jahre Unterhaltszahlungen sichern jetzt noch ihr Leben. Aber dann, mit 50, muss Natascha für sich selber sorgen. Ihr Partner Umut ist dann 30. Die beiden sind verlobt, wollen irgendwann heiraten. Es gibt natürlich auch Diskussionen, wie sieht es beruflich aus, dass man wirklich mal einen Ort hat, an dem man zusammen lebt, dass man halt wirklich als Familie dann aufgestellt ist. Da gibt es Diskussionen. Natürlich will er das, aber vom Beruf her ist es halt nicht so einfach. Sie hat nun mal mehr Lebenserfahrung als ich. Aber ich finde das nicht schlecht, ich finde das auch gut. Glücklich in der Gegenwart. Doch die Gedanken an die Zukunft bleiben. In ein paar Stunden fliegt Natascha nach Deutschland zurück. Hier ist das Frauengesicht mit der Blüte im Haar. Wenn du hier so runter guckst, wächst da was im Bauch. Wie so in so einer Höhle, in so einer kleinen Blase. Und da klettern 2 Affen hoch. Ja, sieht ganz gut aus. Alles Glückssymbol, alles Glückssymbol. Die beiden wünschen sich ein gemeinsames Kind. Doch medizinisch nachhelfen will die 48-Jährige nicht. Sie hat ja 3 Kinder und ich, so gesehen, habe ich dann auch 3 Kinder. Und also, ich hätte gar kein Problem, wenn sie jetzt kein Kind kriegen würde. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Wenn sie eins kriegen würde, dann würde ich mich natürlich freuen. Wenn ich dann 60 bin und er mich austauscht, dann kann er immer noch Kinder kriegen. Das war doch nur ein Witz, oder? Nö, das war ernst. Liebe gibt keine Garantie, ob mit oder ohne Altersunterschied. Das hat Natascha schon einmal erfahren. Doch Sicherheit, zumindest beruflich, das wäre beruhigend. Ich bin dann auch so ein Mensch mit Existenzängsten. Also ich brauche eigentlich eher, ich wäre eher eine gute Angestellte, die monatlich weiß, dass, und das hat sie zur Verfügung, als dass ich mir Gedanken machen muss, so, jetzt brauchst du wieder einen Job, weil die Miete muss bezahlt werden und das muss gemacht werden. Das ist dann halt auch manchmal nicht so einfach. Ne? Ängste um die Existenz oder vor dem Älterwerden. Vielleicht auch vor der Konkurrenz durch jüngere Frauen. Ich liebe sie nicht nur von dem Inneren, sondern ich liebe auch Äußerliches. Und von dem her kommt es nie vor, dass ich irgendwelche Mädchen jetzt in meinem Alter oder auch andere Frauen gucke oder hinterher gucke. Die anderen Frauen sind nie für mich eine Konkurrenz gewesen, werden nie sein. Weil ich kenne meinen Mann. Ich weiß, wem habe ich geheiratet. Durch das. Ich denke überhaupt nicht über solche Situationen. Ab wann ist die Liebe zwischen 2 Menschen keine Privatangelegenheit mehr? Renata und Erwin wurden von der Presse verfolgt und moralisch verurteilt. Ist das ungewöhnliche Paar Rechenschaft schuldig? Was bedeutet dieser Satz, was werden die Leute sagen? Ist mir sowas von egal. Von mir aus können sie denken, was sie wollen. Mich nervt einfach, wenn Leute mich fragen, ja, aber dann genießt man jetzt das, was man hat, weil in ein paar Jahren wird das sowieso nicht sein, weil Erwin jünger ist. Das ist für mich sowas von, ich weiß nicht, blöd einfach. Nee. Natascha ist wieder im Alltag in Berlin angekommen. Heute wird Umut 29. Doch seinen Geburtstag feiern die beiden getrennt. Nur Nataschas Mutter ist gekommen. Es gab Streit über Geld, Beruf und Verantwortung füreinander. Das war jetzt das. Also er kommt nicht. Und feiert halt heute mit seiner Familie und so. Und dann gucken wir mal. Ich habe jetzt gesagt, erstmal ein bisschen, jeder muss mal auf sich gucken. Soll er zurückfliegen in die Türkei und dann telefonieren wir mal die Tage. Ich sage immer, die Zeit, die wird es teilweise auch bringen. Sind ja bei mir läuft ja die Zeit ja davon. Ja, bei mir läuft ja die Zeit auch davon. Ich werde auch immer älter. Ich kann jetzt nicht noch 20 Jahre warten, verstehst du? Ja, aber immerhin. Ich meine, du hast ja dein Leben bis jetzt bravourös gemeistert.
Und das, was du an Leistung gebracht hast, das kannst du manchmal nicht von anderen erwarten. Das tue ich doch auch gar nicht. Der erste große Krach nach 3,5 Jahren. Das Wort Trennung haben beide noch vermieden. Dennoch geht es um Grundsätzliches. Und das hat auch mit dem Alter zu tun. In dem Alter, wo er ist, hatte ich schon 2 Kinder. Und deshalb ist das für mich auch nicht eine Frage des Alters. Es ist eher so eine Frage der Sicht, ob man diese Dinge dann auch erkennt. Ne? Gut, da könnte jetzt einer sagen, na ja, klar, der hat die Sicht noch nicht, weil er ja noch jung ist. Aber ich finde, mit 29 ist man nicht zu jung, um so eine, da kann man durchaus schon so eine Sicht haben. Ja, ich finde das sehr bedauerlich, weil ich beide auf ihre Art und Weise ja, liebe, ne? Und ich habe ihn kennengelernt und er ist sehr großmütig, er ist geduldsam. Also er hat also wahnsinnig viele Vorzüge, muss ich sagen. Ne? Nataschas Mutter war auch mal in einen 19 Jahre jüngeren Mann verliebt. Der Altersunterschied wäre für sie kein Grund für das Scheitern der Beziehung. Gemeinsame Werte sind altersunabhängig. Eine Versöhnung wird jedenfalls nicht ausgeschlossen. Ich finde es toll, zu zweit zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als einen Partner zu haben an seiner Seite. Man macht alles zusammen, man unternimmt zusammen, man fährt in Urlaub, man teilt seine Sorgen miteinander und so. Das finde ich schön, das will ich auch haben. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der alleine sein will, nee. Gemeinsam durchs Leben gehen. Den Heiratsantrag hatte Erwin Renata schon kurz nach dem Prozess in Budapest gemacht. Für uns beide sind Familienwerte und das Familienleben sehr wichtig. Deswegen war es für mich auch wichtig, den Schritt zu tun mit der Heirat, um uns noch mehr irgendwie zusammenzubringen, um noch mehr eine Familie zu werden. Sicher, zuerst ist es wichtig, dass man sich liebt und dass da alles stimmt. Aber dann war für mich einfach der nächste Schritt, sie noch zu heiraten. Vor einem Jahr war die standesamtliche Trauung. Die Familien von Erwin und Renata haben mitgefeiert. Die beiden sind katholisch. Im nächsten Jahr soll die Kirche ihrer ungewöhnlichen Liebe den Segen geben. Beide spüren wir das, dass das unsere Liebe etwas Einzigartiges ist. Und kirchliche Hochzeit ist nur einmal im Leben. Denke ich mir, dass durch die Kirche einige Sachen, dass in unserer Welt leider irgendwelche Werte langsam verlieren, da noch immer wichtig sind. Die Gefühle haben gesiegt. Tochter Cheyenne hat den Liebeskummer ihrer Mutter mitbekommen. Es gab Gespräche zwischen Natascha und Umut und am Ende eine Versöhnung. Ich finde, jede Liebe kann gut gehen. Ob die Frau jünger ist, ob die Frau älter ist, ob der Mann jünger ist, ob der Mann älter ist. Ob der eine 2,15 Meter ist und die Frau ist 1,54 Meter. Das kann alles funktionieren, wenn das Herz immer noch schlägt, wenn man sich sieht. Wird die Beziehung halten? Die Wahrsagerin prophezeit eine glückliche Entwicklung. Den Altersunterschied hat sie nicht gesehen. Sie sieht, dass jemand im Ausland auf mich wartet. Eine Frau, eine Dame. Und dass, wenn ich den Weg dahin gehe, und dass ich den Weg gehen soll. Auf die Liebe vertrauen. Den gemeinsamen Weg weitergehen. Auch wenn er ihr Sohn sein könnte.